Wurdest du schon mal von einer fremden Person beleidigt? Kann ich mich nicht erinnern. Doch! Doch, stimmt. Als ich ganz kurze Haare hatte, auch gerade relativ frisch rasiert, da war ich unterwegs mit einer anderen jungen Frau und da kam jemand auf den Bahnsteig und hat mich gefragt, er hat einen Kommentar dazu abgegeben, dass, wie das aussieht, was ich auf dem Kopf habe. Also so ziemlich scheiße. Und warum ich das denn gemacht hätte. Warum habe ich keine Haare? So. Was ist Punk? Wenn du Punk sagst, dann denke ich an sowas wie eine Revolution oder an irgendwas, was schon gewesen ist um die 90er rum. Aber ich glaube, Punk ist eigentlich out. Also wenn ich jetzt... Punk ist auf jeden Fall für mich nichts mehr, was jetzt irgendwas verändern wird oder so. Das ist, wer jetzt noch Punk ist, der ist... Der ist irgendwie nicht reif geworden, der ist irgendwie, hat was verpasst, der ist irgendwo hängen geblieben oder so. I want a dyke for president. I want a person with AIDS for president and I want a fag for vice president. And I want someone with no health insurance. And I want someone who grew up in a place where the earth is so saturated with toxic waste that they didn't have a choice about getting leukemia. I want a president that had an abortion at 16. And I want a candidate who isn't the lesser of two evils. And I want a president who lost their love. If you can exhibit the same courage, the same fortitude, as that shown by suffragettes 50 years ago, your female children and grandchildren may grow up outside the boundaries of sex prejudice. Freedom lies before us, but no one can give it to us. Only we can grasp it. Du kannst ja trotzdem auch mit mir. Na gut, dann gehen wir auf Züge. Hey, willst du reinkommen? Wir würden gerne mit dir reden. Hey, ist voll gemütlich hier. Komm noch ein bisschen näher. Ich kann es ja schon mal ein bisschen sehen.